Die haben feuchte Träume von Umstürzen. Wir haben die auch. Aber das, was da passiert, das sind Leute, denen geht es nicht um die deutsche Landwirtschaft. Die haben feuchte Träume von Umstürzen und das wird es nicht geben. Wir sind überzeugte Demokraten und wir werden friedlich protestieren. Und wir werden eines machen. Da bin ich überzeugt, weil es in anderen Berufsgruppen genauso betroffen. Wir werden die Mehrheit hinter uns bringen. Und noch eine Botschaft. Wir lassen es uns nicht bieten, was aus der städtischen Blase heraus von Menschen, die von Landwirtschaft, da meine ich nicht Sie, von Menschen, die von Landwirtschaft keine Ahnung haben, Politik gegen uns Bauernfamilien und gegen den ländlichen Raum gemacht wird, da sagen wir nein, es reicht, wir werden jetzt kämpfen. Ja.